Okay, gehen wir woanders weiter. Den lassen wir jetzt mal gerade stehen. Gibt's bestimmt auch noch einen Endboss. Nehmen wir erstmal den linken Weg. Okay. Ups. Okay. Der will nicht. Okay. Oh, okay. Man wird immer noch ganz hinten. Man muss sich den Weg merken. Ja, dann werde ich den Gegner wohl doch besiegen am besten. Ja, immer schön zickzack. Ja, da werde ich auch am Gegner nicht vorbeikommen wahrscheinlich. Na gut, doch, könnte ich schaffen per Flucht. Aber ich mache ihn trotzdem kalt, weil ich muss kämpfen. Was ich mal wieder gar nicht gekauft habe, sind Heilkräuter. Das war ein bisschen dumm. Aber gut, das ist ja nicht weit bis da vorne. Kann ich ja jederzeit hin. Getränke. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Geld die bringen. So, egal. Auf jeden Fall hier lang. Dann wahrscheinlich wieder unten lang. Nein. Okay. Gut, also erst oben. Dann unten. Na. Dann wieder oben. Dann wieder oben. Und dann wieder oben. Nein. Oben. Dann. Ist das ein gemeiner Kerl. Unten. Zweimal oben und einmal unten. Schön. Ah ja, okay. Jetzt komme ich bestimmt. Okay, doch, geht. Gut. Alles klar. Zwei Schalter sind betätigt. Und rups. Und speichern. Und Fraps läuft stabil. Keine Ahnung. Jetzt ist das Problem behoben anscheinend. Hier geht's auch nochmal nach links. Okay, ist das Schatztruhe? Ich laufe erstmal vor dem Vieh weg. Wow. Okay. Wo bin ich? Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe einen Elfenbogen gekriegt, Leute. Habt ihr gesehen? Gerade noch vielleicht ganz kurz. Okay. Wobei ich mir jetzt schon gerade im Kampf überlegt habe, dass ich Mala wieder absetze. Weil den Schaden, den sie da halt mit ihrem Vogelkiller da macht, ist mir irgendwie nicht wirklich genug. Muss ich zugeben. Also, das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Das könnte einfach mehr sein. Das reicht mir nicht. Das ist mir einfach nicht genug. Okay. Und ich gehe erstmal pennen. Nein, sorry. Okay, gut. Ich hätte was nochmal gepennt. Also, nein. Fred, hallo? Hallo? Kaufen. Okay, was ich noch wollte, ist echt mal Gegengift nochmal extra kaufen. Weil meistens ist das Schlimme ist Gift. Das Schlimmste ist Gift eigentlich. Alles andere kann man noch meistens. Oder, und natürlich, ja. Okay, nicht ganz. Was natürlich auch noch scheiße ist, ist Verwirrtheit, aber naja, gut. Das Gefühl, dass wir uns nochmal sehen werden. Du bist immer da, wo wir sind, du Assi. Du schwimmst einfach mal durchs Meer ohne Boot. Durchkämpfst einfach mal durch eine Seeschlange durch und das passt dann schon, ne? Das ist schon okay so, ne? Ich kenne dir ja. Ach ja, der Fried. Steht er bei dem Regen draußen vom Wohnwagen. So, wir müssen aber nochmal hoch und wieder raus, weil da ist noch eine Schatztruhe gewesen. Der untere war total sinnfrei. Der hier ist allerdings nicht sinnfrei. Weil hier finde ich nämlich Windring. Alles klar. Jetzt gehen wir nochmal raus und das schneide ich mal. Und frisch erholt und ausgeruht sind wir hier wieder. Und ich werde jetzt. Die ist einfach zu schwach. Echt, ich mag sie nicht. Ich nehme doch lieber wieder Fea. Oder Terrassa jetzt wieder? Doch, Terrassa nehmen wir mal wieder. Die ist auch Level 24, so wie Fea. Und die ist einfach stärker, haut einfach richtig schön rein. Das finde ich gut. Die nehme ich. Dann gucken wir doch mal, wie die sich schlägt. Werde ich euch dann gleich sagen. Oder auch nicht, denn ich kann es euch nicht sagen, weil sie daneben geschlagen hat. Oh, sie macht gut Schaden. Sie macht sehr gut Schaden. Und ich habe schon wieder einen Levelanstieg. Nyla und Zai sind jetzt Level 28. Ich will mal gerade gucken, wann Terrassa ihren Superschlag bekommt. Die ist ja eh schon so derbemassen stark. Wo steht's denn? 412, also direkt ein Kampf eigentlich nur noch. Dann haben wir es schon geschafft. Okay, aber wir sind jetzt erstmal hier. Und ich glaube, den Gegner mache ich mal gerade platt, damit ich den Levelaufstieg kriege. Neuer Gegner, Leute. Hier ist einmal Abazone. Wächterin. Die Wächterin habe ich noch nicht gesehen. Also könnt ihr es euch auch gleich angucken. Ich werde aber mal eigentlich mal Atmosphäre probieren. Mal sehen, wie das reinhaut bei ihr. Auf jeden Fall habe ich sie einfach. Mit Feuer? Habe ich es mal schon mal mit Feuer probiert? Nö. Machen wir ein paar Feuer. Okay, Schlag der Benommenheit los. Materieknall. 2200, aber es war sehr teuer dafür. Er macht 8800 für. Ja, ist eigentlich besser. Und ich nehme hier Schlag der Benommenheit, weil er zieht ziemlich gut durch und kann sie natürlich einpinnen lassen. Was natürlich super geil ist. Feuerdetonation? Nix, okay. Lohnt sich nicht. Okay, wir greifen natürlich jetzt den anderen an. Nochmal gefrorener Schuss.
Dann machen wir Hurricane Schlitzer. Und du machst jetzt mal Aquabuster, damit die Leute mal sehen, wie das reinzieht. Und schlag dir nochmal natürlich auf dich. Okay, weil die andere macht sowieso nichts in der Runde. Die brauchen wir nicht angreifen. Dann machen wir lieber Schaden auf die. Und die macht jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr. Die Runde erstmal recht, sowieso nicht. Weil vielleicht wacht sie auf. Und Aquabuster macht einfach mal 2100 Schaden. Viel geiler, viel besser als dieser scheiß Vogelkiller. Natürlich teurer. Aber das ist, sag ich mal, kann ich gut mitleben. Nee, gefrorener Schuss was zu nehmen. So, mach einfach irgendwas. Hauptsache das Ding verreckt. Dann können wir in dem Moment auch mal gleich gucken, wie viele Geld ich eigentlich hier brauche und kriege und Erfahrungspunkt. 520, reicht das schon? Ja, brüllende Axt erlernt. Der muss ja einfach mal nur Schaden machen. So, jetzt gehen wir mal hier oben lang und drücken mal den Schalter. Ich bin klugerweise natürlich unten lang gelaufen, was natürlich richtig schön blöd war. Wo ich eigentlich die Schatztruhe schon gesehen habe. Ich dachte erst noch, vielleicht komme ich von der anderen Seite an die Schatztruhe ran, muss ich nicht gegen die Gegner kämpfen. Geile Idee. Absolut geile Idee. So, in den dunklen Raum will ich noch nicht. Deswegen gehen wir erstmal hier in den vorderen Raum hier. Okay, hier haben wir die anderen Leute. Wartet mal, Leute. Ich mache mal einen Speicherstand und unterbreche mal die Aufnahme, weil beim Gespräch gehen die manchmal, geht Traps manchmal flöten. Zumindest bei den beiden. So, hallo. Nun sind wir zwar schon ein Stückchen weiter als zuvor, aber nun kommen wir hier wieder nicht, schon wieder nicht weiter. Ja, das haben wir gar nicht miterlebt. Aras will diesen Raum hier unbedingt noch einmal wenig unter die Lupe nehmen. Er ist da immer sehr genau und will sich erst genauestens vergewissern, bla. Ja, also wenn man vorher nicht beim Dorfältesten war, dann sind da vorne so Falltüren, so Löcher und die bessern die aus, das habt ihr ja gesehen. So, eine wirklich interessante Ruine, das muss man schon sagen. Mit ein paar weiteren Untersuchungen werden wir hier sicher noch auf das Große stoßen. Ich bin begeistert von diesem Ort. Schön. Also hier ist wieder so ein Rätsel, ne? Ah, oder auch nicht. Geht's hier weiter? Lässt sich nicht öffnen. Okay, ich muss erst alle anderen Schalter drücken. Okay, und da an jedem Ding ein Schalter ist, werde ich erstmal kämpfen. Gut, ich habe jetzt gerade mal alle geheilt, obwohl es eigentlich dumm ist. Ich hätte einfach runtergehen können und pennen können. Naja, egal. Wir gehen mal erstmal hier rein. Okay. Der Schalter haut ab. Der Schalter hat sich in die Ecke geglitscht. Okay. Na gut. Hier sind einfach mal drei Gegner und eine Schatztruhe. Ein Mimik, okay, alles klar. Dann gehen wir erstmal auf die Fresse. Sturm-Mimik. Ja, dann werde ich mal sicherlich seine Attacke nicht nehmen. Dann werden wir mal gucken, dass wir mit ihr Aquabuster probieren. Und mit ihr mal Geierschlag. So, schön, Miss. Klasse. Spiralklinge. 2200, schön. Geierschlag. 800 nur, okay, das sieht nicht gut aus. Kreischender Sturm, ja, das war klar. Und du machst mal Aquabuster und das macht 2200 schon, das klingt schon mal gut. Erstmal mit gefrorener Schuss, dann mit dir mal mit Spiralklinge weiterhin, oder machen wir Ohnmachtschuss, das Schlag, weil das ist immer nicht schlecht. Dann machst du mal Feuer. Und du, machst du Schlag der Benommenheit einfach, oder warte mal, du kannst ja mal mit Blitzen probieren. Gefrorener Schuss. 1300 sieht gut aus eigentlich für die Attacke. 1800, okay, schön. 1500, okay. Und 900, okay, das bringt nichts. Alles klar, dann machen wir das anders. Also, wir machen hier gefrorene Schuss. Ja, genau. Dann machst du, machst Ohnmachtsangriff. Du machst Aquabuster. Und du machst natürlich wieder Sinfonie der Blitze. Okay, was kommt dabei raus? Ein toter Gegner, der einfach mal 1500 Zeddy und Metallsaat bracht. Okay. So. Mit wem benutze ich denn häufig Magie? Mit Sai eigentlich nicht, denn immer Hurricane-Schlitzer. Terrassa? Ja, naja, doch öfter mal Feuer. Und die ist recht schlecht da drin. Sinfonie der Blitze, da nehme ich auch eher Geierschlag. Also dann doch Terrassa, weil die ist auch die schlechteste, was Magie angeht. Mental angeht. Gut. Gut, schön. Jetzt müssen wir natürlich rausfinden, was es mit dem hier auf sich hat. Da es hier allerdings drei Gegner gibt, kann ich mir vorstellen, dass wir die erst besiegen müssen. Tja, und zack, ist das auch schon passiert. Und gucken wir doch mal, was mit dem Schalter passiert. Der bewegt sich immer noch und läuft von mir weg. Er geht halt immer über die Wand, aber ich war auch schon drauf. Ich war auch schon drauf auf dem Ding. Er sollte nicht durch die Wand gehen, Zoe. Das ist irgendwie seltsam. Nee. Nee.
Nee. Okay, das nützt nichts. Was haben wir noch? Nee, eigentlich nichts, was uns das bringen könnte. Ich verstehe nicht. Okay, doch. Ah, ist er gedrückt. Gut. Das ist ein bisschen komisch, dass er durch die Wand geht. Das ist irgendwie seltsam. Aber gut, wir haben ihn erwischt. Und ja. Dann wollen wir doch mal in den letzten Raum, der mir bisher Angst gemacht hat. So. So, Leute, es geht weiter. Ja, es geht weiter, tatsächlich. Guckt euch einer an. Es ist einfach dunkel. Und ich sehe einfach fast gar nichts. Und da ist ein Gegner. Okay, gucken wir mal weiter. Ich habe auch wieder gespeichert. Jetzt hat es gerade geleckt. Okay, ich sehe ein bisschen was. Ich darf nicht in die Löcher reinmarschieren. Okay. Und nu? Vielleicht ist hier eine Brücke? Wow, okay. Oh, okay. Das war wohl richtig. Ja. Den Knopf gefunden. Schön. Offenbarung war der Trick. Schön. Gut. Dann mal raus wieder. Okay. Also. Dann haben wir eigentlich alle Knöpfe gedrückt. Bevor wir jetzt den Kampf hier noch machen, werde ich jetzt erstmal pennen gehen, schön. Tja, es gab wieder Level-Ups für Zion, für Terrassa. Und was ich übelst geil finde, ist, das bringt dir so unendlich viel Geld. Ich habe wieder fast so viel Geld, wie ich damals hatte, wo ich angefangen habe, einkaufen zu gehen. So, okay. Und ja. Ach, das waren die Schalter, die sich grün gefärbt haben hier, die Dinger. Okay, cool. Okay, da ist ein rotes Teil. Und wir töten mal den. Also nur mal zum Gucken. Das ist die schlimmste Kombo, die ihr erwischen könnt. Ich zeige euch die jetzt mal, ja. Das sind alle drei möglichen Karpienkriegerin, Amazone und Wächterin. Den Kampf mache ich mal gerade, weil der ist echt fies, der Kampf. Ich mache jetzt mal natürlich meinen Standard. Zack. Und hier nehme ich immer Schlag der Benommenheit auf irgendjemand anderen. Und mit ein bisschen Glück pennt dann der eine ein. Ich weiß auch nicht wirklich, wer jetzt davon der Schlimmste ist eigentlich. Ich müsste mal drauf achten. So.